Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Weekly Camp. Bevor wir mit hauptthemenmäßig loslegen, will ich noch einen kleinen Nachtrag machen zu Kane Meckert über Hermes. Und zwar, ja, bei dem Video war ich ja ziemlich weit oben. Ne? Und konnte mich auch in bestimmten Sachen nicht so wirklich konzentrieren, wie ich es musste. Und zwar war ich mir ja überhaupt nicht sicher, wann mein letztes Hermes-Paket überhaupt, wenn ich überhaupt das letzte Mal ein Hermes-Paket bekommen habe und auch nicht, wann das zuletzt im Paketshop war. Ich habe dann so gesagt, es müsste so das vorletzte gewesen sein, aber ich konnte nicht sagen, wann das war. Ja, jetzt hatte ich aber dann, nachdem ich so ein bisschen richtig wieder runtergefahren war, in Ruhe drüber nachgedacht. Und es war mein letztes Paket, was im Hermes-Shop gelandet ist, eben von Hermes, wo ich eben nicht anzutreffen war, Benachrichtigungskarte hat. Ich habe bei eBay nochmal nachgeguckt, Sendungsnummer rausgesucht. Es war am 6.3. wurde ein Paket im Hermes-Shop abgegeben, weil ich nicht anzutreffen war. Und da steht sogar der Vermerk, war nicht anzutreffen, im Paketshop abgegeben. Das steht dort drinne. In der Sendungsverfolgung. Wollen die mich da beim Telefon verarschen? Dafür haben die sogar einen Router, sozusagen. Also, die haben das ja vorinstalliert, wo sie draufdrücken, warum das irgendwo abgegeben wird. Nicht da, Nachbar. Zum Beispiel, ne? Ist abgegeben bei einer, da drücken die ja nur auf, so nicht einen Knopf, aber eben auf das Touchfeld, ne? Und hier eben haben sie auch einen Router für. Also hat die mir doch am Telefon riesigen Bullshit nur erzählt. Was regt mich auf. Also ich konnte auch die ganze Nacht nicht schlafen. Weil sobald ich mich ins Bett gelegt hatte, und das war schon spät, das war um 2 Uhr nachts, ja, ging das im Kopf wieder los zu rattern und zu rattern und zu rattern und zu rattern. Und ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. Dazu war ich noch ursprünglich wach. Normalerweise würde ich eigentlich noch im Bett liegen, sozusagen, eigentlich auch nicht mehr. Aber als ich das Video versucht habe, das erste Mal aufzunehmen, bevor ich dann gemerkt habe, dass ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe, da wäre ich eigentlich gerade erst aufgestanden, sozusagen. Ne? Also ist eigentlich alles scheiße. Ne? Aber regt mich wirklich, wirklich auf. So, gut. Wollen wir aber jetzt nicht wieder darin verfallen. Ich hoffe, dass der Bote noch klingelt, während ich jetzt hier aufzeichne. Das wäre was. Ja. Aber okay. Ja, newsmäßig gibt es eigentlich nichts großartig, bis auf eine Sache. Und zwar am 17.04. Mittwoch erscheint endlich auf dem deutschen Markt der erste Band einer Marvel-Comic-Serie, auf die ich schon seit Ewigkeiten warte, die ich eben ja auch immer eigentlich immer zu wieder anpreise, wenn ich da eine digitale Ausgabe gelesen habe. Und zwar erscheint in der schwarzen Hachette-Sammlung. Leider nur in der, weil das heißt, fortsetzungsmäßig, dass die anderen Bände kommen, sieht es da natürlich dann schlecht aus. Bei Hachette wäre natürlich schöner Panini und dann würden sie alles uns bringen. Aber es erscheint endlich Moon Girl und Devil Dinosaur auf Deutsch. Genial. Ich freue mich riesig und Leute, bitte, lauft in den Laden, holt euch diesen Band, macht euch ein Bild davon, wie genial diese Serie ist. Ich liebe diese Serie und ich feiere das total, dass endlich ein Band davon auf dem deutschen Markt erscheint. Es ist ja einer von diesen Wunschtiteln, die ich einfach für den deutschen Markt habe. Es ist nun mal Avengers Arena, wie auch immer. Avengers Arena halt, ich spreche es jetzt auf Deutsch aus. Und eben Moon Girl und Devil Dinosaur, das sind eben die zwei großen Titel, die ich unbedingt haben will. Klar, ich möchte natürlich auch, dass Daredevil weiter bei uns geht und zwar mit dem Soul Run fortgesetzt, ist auch kein Geheimnis, ne? Aber die beiden großen Wunschtitel sind halt Moon Girl und eben Avengers Arena, ne? Wo wir ja leider auch nur den ersten Band bekommen haben. Bei Avengers Arena ist das ja sogar noch eigentlich verhängnisvoller, ne? Aber eben endlich Moon Girl und Devil Dinosaur, ich feiere das richtig. Leider ist es auch so, dass ich mich die nächste Zeit nur auf die schwarze Reihe konzentrieren kann, denn bei der schwarzen haben wir nur die Vorschau jetzt bis Moon Girl, also nächste Ausgabe. Bei der roten haben die aber ganz viele jetzt schon vorangeteasert in der Vorschau und ich glaube bis Juni oder so, ne? Und da interessiert mich aber auch erst wieder diese allerletzte Ausgabe, diese Anteasern zu den West Coast Avengers und alles davor, ehrlich gesagt, null Interesse. Ist aber auch nicht so schlimm, weil der Kiosk, mein Kiosk kriegt die Ausgaben schon wieder nicht, weil die letzte Woche wäre Valkyrie dran gewesen mit den ersten 6 Heften von
Fearless Defenders, was ja bei uns im Megaband erschienen ist. Und hätten sie den gehabt, hätte ich den noch mitgenommen, ne, um reinzuschnuppern. Schlichtweg. Ne? Haben sie aber nicht bekommen. Dadurch weiß ich schon wieder, läuft schon wieder schief, obwohl ich die letzten Ausgaben gekauft habe. Kein Verständnis für. Ne? Aber es ist wirklich nichts dabei, wo ich sage, bis zu West Coast Avengers, dass ich das haben will oder haben muss. Invaders wäre vielleicht noch eine Überlegung, aber nicht zum Vollpreis, weil ich weiß, das ist wieder so Uraltkram, den ich nur ein einziges Mal lese und dann nie wieder anrühre. Weiß ich halt, kenne mich halt, ne? Dementsprechend nicht wert, ne? Und es erscheint auch dazwischen der Winter Soldier Band, auf den ich ja all meine Hoffnungen gesetzt hatte, dass sie innerhalb diesen den Captain America Winter Soldier Band aus der schwarzen Sammlung fortsetzen. Machen sie aber leider auch nicht. Denn was hauen die rein? Eine Ausgabe noch eben von diesem Captain America ran. Ich weiß jetzt gar nicht, welche. Wenn, dann war es Heft Nummer 6, welche wir ja dann schon mit in der schwarzen Sammlung drin hatten, oder Heft 8. Und das war's. Schlicht, bums, Ende, aus. Die Maus. Schluss, aus. Und danach packen sie hinein die, ich glaube, fünfteilige Miniserie unter Marvel Now, ne? The Bitter March, ne? Welche bei uns im zweiten Winter Soldier Megaband drinne war, und da lohnt sich eben auch leider kein Neukauf, weil ich habe den Megaband und würde dann, könnte es ja nicht austauschen. Hätten sie wenigstens den ersten Band von Winter Soldier, The Man of War, da reingepackt, oder den den ersten Band der Thunderbolts mit Winter Soldier, das wäre was gewesen, ne? Aber leider, nein, für mich leider sehr enttäuschend, schade. Ich hatte wirklich meine Hoffnung auf diesen Band gesetzt, dass wir über diesen endlich noch diesen Winter Soldier Story komplett kriegen, weil wir haben ja auch keine wirkliche Alternative. Wir haben die Monster Edition, die schweineteuer ist, und ich verstehe auch nicht, warum Panini keine Nachdrucke mal von diesen beiden Monster Editionen macht, in eben nur eben aufgeteilt auf 4 Sammelbände, wie man es eben damals mit Der Tod von Captain America gemacht hat. Kann ich leider auch nicht nachvollziehen, ne? Es ist eben wirklich sehr schade, ne? Aber wie gesagt, noch einmal betont, Moon Girl und Devil Dinosaur erscheinen. Endlich auf Deutsch. So, gut. Fangen wir jetzt an mit dem, was ich gelesen habe. Ich habe schon letzte Woche gesagt, diese Woche wird nichts digital gelesen, denn ich habe mir hier sowas hier geholt. Ein lustiges Taschenbuch Spezial Goldfieber. Mit den lustigen Taschenbüchern, wisst ihr, habe ich ja überhaupt nichts eigentlich am Hut. Ich habe die Darkwing Duck Bände, 3 Stück. Und ich habe die DuckTales Bände, wobei eigentlich habe ich davon auch nur noch einen. Im Besitz zumindest, Eigentum habe ich zwar noch alle, aber Besitz ist nur der eine, den ich noch nicht gelesen habe. Den lese ich dann nächste Woche. Ja. Und ja, habe ich noch irgendwas? Ja, und dann habe ich halt noch die beiden Mickey Mouse Taschenbücher mir ja mal geholt. Die sind aber auch nicht in meinem Besitz, die sind nur mein Eigentum. Das ist kompliziert, müsst ihr aber auch alles nicht verstehen. Die ich mir ja auch immer nur gehole, wenn ich sie mir hole, weil sie eben so ein bisschen klassischen Stil haben. Weil, ja, mein Verhältnis zu Mickey Mouse Comic ist genau das Gegenteil von meinem Verhältnis zu normalen Comics. Bei normalen wisst ihr, neu. Mit alten Comics kann ich aber überhaupt nichts anfangen. Es ist einfach so. 80er Jahre, da gibt es die ersten geilen Perlen, die ich richtig abfeiere. Kein Geheimnis. Aber eben auch nicht alles, sondern da sind eben so schon so einzelne Perlen, die ich mir rauspicke, die ich gut finde. Ne? Wie ein paar Miniserien, Hawkeye-Miniserie zum Beispiel, fand ich richtig genial. Oder auch die Falcon-Miniserie. Und natürlich meine Lieblingsstoryline aus Daredevil, Born Again, feiere ich total. Also kein Geheimnis. Ne? 90er Jahre, nüchtern betrachtet, waren die 90er Jahre nicht so gut, wie der geneigte Comic Leser und Sammler sie immer gerne hochheben, zumindest was Marvel angeht. Ich lese ja nur Marvel. Wenn man das mal nüchtern betrachtet, ist das eher so ein Nostalgiegefühl, was das bei mir auslöst. Aber nüchtern betrachtet, so gut war der Kram wirklich eigentlich nicht. Ne? Aber so, ja, Anfang 2000er bei Marvel zumindest mit den Marvel Knights ging das los, und so Mitte der 2000er änderte sich dann so komplett diese komplette Art des Lesens der Comics, und ab da an feiere ich es eben wirklich richtig hart ab, ne? Und liebe ja eben Comics seitdem so richtig hart, ne? Es ist einfach schlichtweg so. Also das sind die Storys, wie ich sie lesen will, ne? Hier ist es aber umgekehrt. Also ich bin ja sowieso der Meinung, bei den lustigen Taschenbüchern oder Mickey Mouse im Allgemeinen,
nimmt das sich vom Storytelling nicht viel, ob das nun was Altes oder was Neues ist. Ne? Was mir bei neuen Stories eben auffällt, ist, dass sie teils eben viel alberner sind. Ne? Also jetzt hier, das, ich mag diesen Stil nicht, aber kommen wir gleich zu. Dass sie etwas alberner sind, ne, als jetzt eben zum Beispiel noch diese ganz alten klassischen Stories. Ne. Das ist so das, was mir eigentlich am ehesten auffällt. Ne. Ansonsten storymäßig würde ich da nicht großartig einen Break machen. Ne. Das heißt, daran liegt das natürlich jetzt nicht, dass ich das nicht so sehr bevorzuge. Mein Problem ist einfach, ich mag diesen modernen Stil der ganzen Geschichten heutzutage nicht, ne. Ich finde den einfach wirklich meistens nur hässlich und ekelig. Es gibt zwar immer mal wieder auch Ausnahmen von neueren Geschichten wie hier, wo ich sage, ja, das ist auch okay, aber ich glaube, die war jetzt auch noch Anfang 2000er, bevor dieser ganz schlimme Stil kam. Warte. Ja, nee, Ende 2000er. 2009 war der, ne? Da war eigentlich schon dieser andere Stil schon vorrätig, aber hier finde ich es eben nicht ganz so extrem wie eben jetzt bei diese Geschichte, ne? Und das hier zum Beispiel ist eine ganz alberne Geschichte, wo mir eben dieses Alberne so bewusst wieder geworden ist, ne? Ja, aber dazwischen tauchen dann eben wirklich hier solche schönen alten Perlen auf in diesem Band, ne? Das ist der Grund, warum ich mit denen geholt habe. Hier sind wirklich ein paar sehr schöne alte Stories drinne. Wir haben eine Story von 55, die ich richtig geil fand, ne? Und zwar diese hier. Das wird dann, wo ist die Startseite? Der Mann aus dem Westen, ne? Also die habe ich, fand ich mit am coolsten, ist wie gesagt jetzt die älteste aus diesem Band von 1955. Die zweite Geschichte, die eigentlich noch älter aussieht, ne, von 62, fand ich auch richtig nice, ne? Dann haben wir hier irgendwo eine Geschichte aus den 90ern drin und noch eine aus den 80er Jahren, hatte ich gesehen, ne? Dann so Mischung 2000er und eben etwas moderneren, ne? Und wie gesagt, mir haben sie halt wirklich die alten Stories angetan, ne? Aber sonst im Großen und Ganzen fällt mir halt wirklich eher auf, es ist extremst albern geworden und Dagobert ist, sagen wir mal, viel zu großzügig auch geworden, ne? Aber das hat man schon vorher gemerkt, ne? Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, ich hatte Spaß mit diesem Band. Auch diese modernen Stories haben mir eigentlich soweit ganz gut gefallen. Auch wenn ich sie teils etwas alberner fand. Die einzige Story, die mir wirklich überhaupt nicht gefallen hat, war hier die magische Begegnung. Das war eine Minnie-Maus-Story, wo sie einen Goldnugget findet und als sie den berührt, wird sie in die Vergangenheit gezogen und lebt das Leben ihrer Vorfahren mit. Fand ich komisch. Der Rest war aber sonst soweit gut, ne? Kann man mitnehmen. War aber auch bisher das erste und einzige Mal wahrscheinlich, dass mich so ein lustiges Taschenbuch-Spezial auch nur ansatzweise angesprochen hat. Muss man natürlich auch dazu sagen. So, dann habe ich gelesen die komplette Rat der Eulen-Story, die in der DC Graphic Novel Collection erschienen ist, ne, mit den Ausgaben von Batman Nummer 1 bis Nummer 12 plus das Batman Annuell Nummer 1. Ne? Ja, worum geht es? Bruce Wayne arbeitet gerade an einem neuen Städteerneuerungsprojekt, bei dem die heruntergekommenen Gegenden wie die Narrows in Gotham erneuert werden soll, schön gemacht werden sollen, neue Wohnräume geschaffen werden sollen, die aber immer noch zu einem normal bezahlbaren Preis sind, ne? Also die Wohnungen sollen eben genauso billig sein, wie sie jetzt gerade noch sind, ne? Damit die Armen weiterhin sozusagen eine Unterkunft haben, ne? Und natürlich sucht da Bruce Wayne überall nach Sponsoren, die ihn eben bei seinem Projekt unterstützen, ne? Ja, als plötzlich der gute Bruce Wayne sich mit eben genau so einem möglichen Sponsor trifft, der auch noch gleichzeitig Bürgermeisterkandidat ist, und er dann aber plötzlich angegriffen wird von einem unbekannten Mann in einer schwarzen Rüstung, die Batmans Rüstung eigentlich gar nicht mal so unähnlich ist, einem sogenannten Talon. Und dieser Angriff erinnert den guten Bruce Wayne an eine alte Stadtlegende, die Legende des Rat der Eulen. Nur glaubt der gute Bruce gar nicht wirklich daran, dass der Rat der Eulen wirklich existiert. Er denkt, er hat es hier mit ihm jemanden zu tun, der sich eben diesen Mythos zu eigen macht, da er bereits in jungen Jahren nach dem Tod seiner Eltern eben Nachforschungen in Hinsicht des Rates der Eulen gemacht hat, da er der Meinung war, der Rat der Eulen hat was mit dem Tod seiner Eltern zu tun, ne?
Nur stellt sich heraus, dass der Rat der Eulen eben echt ist und er bringt den guten Batman ans Ende seiner geistigen und auch körperlichen Kräfte. Ne? Ein meiner Meinung nach sehr geiles Event. Ich sage jetzt Event, eigentlich ist es ja eine Story, aber mitten innerhalb dieser extremst langen Story gibt es eben noch ein Event, und zwar das sogenannte Nacht der Eulen-Event, welches eben innerhalb dieser Story losgeht, ne, mit Heft 8, ne, in Heft 9 eben wäre die Event-Ausgabe bei Batman, und das Batman-Annuell spielt auch noch in dieser Nacht der Eulen, es wäre, glaube ich, der allerletzte Teil dieses Nacht des Eulen-Eventes, ne, aber sich auch ansonsten eben durch so ziemlich jede Batman-Serie durchzieht. Bei uns wäre das dann Nightwing, wo es eine sehr wichtige Rolle spielt, welche wir in The Dark Knight mit veröffentlicht hatten, wo dann aber auch die 9. Dark Knight-Ausgabe, hier die eben auch eben eine Story eben aus Rat der Eulen beherrscht. Ne? Dann in Batman Heft Nummer 9 haben wir dann auch noch Detective Comics Heft Nummer 9 mit drinne, wo eben auch wieder Nacht der Eulen erzählt wird. Hier ist natürlich wieder ärgerlich, von dem Heft kann ich mich jetzt wieder nicht trennen, weil hier sowohl die Ausgabe 9 von Batman drin ist, als auch eben, ja, Nummer 9 von Detective Comics. Dann haben wir hier noch Catwoman, was eher nur, ja, übergeordnet mit Nacht der Eulen zu tun hat, sozusagen. Catwoman trinkt beim Pinguin ein und möchte so komische Vogelmesser, Eulenmesser klauen, als der Pinguin plötzlich eben von einem Talon angegriffen wird und eben Catwoman dem guten Pinguin hilft. Und dann haben wir hier noch einen Batman-Sonderband Nummer 40, in dem wir dann eben Batman und Robin Nummer 9 haben, Batwing Nummer 9, Batgirl Nummer 9, Red Hood and the Outlaws Nummer 9, Birds of Prey Nummer 9 und All-Star Western Nummer 9. Alle auch mit eben Tie-Ins zu eben Nacht der Eulen. Wobei jetzt bei All-Star Batman kann man davon noch nicht mal... wobei man bei All-Star Western jetzt nicht wirklich von einem Tie-In sprechen kann. Das spielt irgendwo in der Vergangenheit und da sieht man eben mal einen Angriff eben von einem Talon und der Rest der Story hat dann aber gar nichts mehr mit den Talons zu tun und na, wird dann irgendwo anders weitererzählt, keine Ahnung. Hat also nicht ganz so funktioniert, wie es funktionieren sollte, ne? Ja, dank Hermes, die mir ja mein Paket nicht zugestellt haben, konnte ich natürlich meinen Leseplan nicht so verfolgen, wie ich ihn eigentlich wollte. Gut war, dass ich mich andersweitig vorbereitet habe. Das heißt, ich habe deswegen gelesen Stephen Kings Der dunkle Turm, die Kleinschwester von Illyria. Stephen Kings Der dunkle Turm Nummer 9, Die Schlacht von Tull. Und Stephen Kings Der dunkle Turm, Die Zwischenstation. Ne? Und ja, ansonsten habe ich gelesen Infinity Countdown, wo es ja weiterum darum geht, dass eben ja die Infinity-Steine zurück sind und eben eigentlich eine richtige Schlacht sozusagen um die Infinity-Steine losgeht, ne? Und ist eben ein Prolog zu eben Infinity Wars, welches eben jetzt diesen Monat gestartet ist, welches ich aber noch nicht habe. Ne? Hierbei passiert aber leider wieder eine Sache, die mich persönlich ärgert, weil sie eben wieder zeigt, wie beschissen Legacy ist. Und zwar haut Legacy mich mal wieder so richtig schön in die Schnauze auf, gut Deutsch. Ich werde das jetzt eben spoilern. Und zwar kommt hier drinnen auch Galactus vor. Und Galactus ist ja nun seit den Ultimates unter All Different Marvel Now kein Weltenverschlinger mehr, sondern ein Lebensspender. Er hat nun seine Wandlung komplett vollzogen, ne, die er von Anfang an haben sollte und spendet jetzt Leben und zerstört kein Leben mehr. Ne. Ja, aber in dieser Story gibt es eine Rückentwicklung. Das leuchtet mir auch ehrlich gesagt nicht ein. Schlichtweg. Ne? Galactus verschlingt eine Welt hier drinnen, obwohl er den Lebensspender sonst eigentlich gar nicht will. Und danach verwandelt er sich wieder zurück zu dem unvollständigen Galactus. Denn das war ja seine unvollständige Form. Und Golden Galactus war ja die vollständige Form. Warum? Nein. Also das hat mir nicht daran gefallen. Ansonsten eine schöne Story wieder. Ne, man sollte aber eben auch den ersten Teil gelesen haben, sonst kann man auch nichts folgen. Ne? Bin ja mal sehr gespannt, wie sich dann das Event hat. Ne? Wobei ich ja so nicht in diesen kosmischen Serien drinnen stecke. Nämlich interessiert dann eher wirklich der Black Widow-Teil und der Logan-Teil eben dieser Geschichte. So. Und dann kommen wir zu meinen beiden Wochen-Highlights. Und zwar habe ich hier aus dem Kniesbeck-Verlag The Money Man. Die Geschichte von Roy und
Walt Disney, im Endeffekt ist eigentlich die Geschichte von Roy Disney, denn Roy Disney erzählt die Geschichte von Walt Disney aus seiner Sicht hier drinne mit sehr vielen netten Anekdoten, ne, als ein richtig schönes Soap, kann man fast sagen, in drei wunderschönen Kapiteln. Auch die Zeichnungen haben mir sehr gut gefallen, ne. Dazu nehme ich noch eine einzelne Review auf, ne. Man hält sich aber so auch an all das, was ich weiß, was ich kenne, denn ich war ja lange Zeit ein großer Disney-Fan, als hier der ganze DVD-Kram damals losging, habe ich mich vor allem auf diese Disney-Filme gestürzt, weil da immer urisch viele Extras drauf waren, ne? Und darunter eben auch viele Making-ofs zu urisch alten Sachen und eben kleine Dokus über Walt Disney, ne? Und dadurch habe ich ja schon so ein gewisses Vorwissen gehabt, ne? Es wären so ein paar Sachen ausgelassen, die ich gerne beleuchtet gehabt hätte, wie eben ja, die beiden und hier Dschungelbuch Teil 1, ne? Da gäbe es nämlich auch vieles, vieles zu erzählen, wo ich ein bisschen schade fand, dass man darauf nicht eingegangen ist. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, man musste das Ding irgendwo kürzen. Man konnte jetzt nicht alles erzählen, dann hätte man von dieser Dicke wahrscheinlich 3 bis 4 Bände gebraucht, ne? Und es sollte ja nun mal ein One-Shot sein, ne? Aber wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen, ist eindeutig eins meiner Wochenhighlights. Und dann kommen wir zu meinem absoluten Wochenhighlight. Wochenhighlight schlicht hin. Batman Heft 25. Eigentlich kann ich mir selbst immer gar nicht vorstellen, dass eigentlich so eine stinknormale laufende Serie, vor allem von einem Mainstream-Helden, zu sowas wie einem Wochenhighlight bei mir werden könnte. Könnte ich mir wirklich normalerweise nicht vorstellen. Klar, okay, Born Again wäre vielleicht auch sowas gewesen, wenn man das erste Mal liest. Aber im Großen und Ganzen ist das doch eher nicht so gegeben, oder? Mal eine Miniserie wie der Sentry letztens, klar. Aber einfach eine Storyline mitten aus dem Heftsee könnte man sich gar nicht vorstellen, ne? Hier ist natürlich jetzt ärgerlich. Mir fehlt ein bisschen Vorwissen, aber es hat gerade mein Postbote geklingelt. Und dementsprechend sollte jetzt das Vorwissen in diesem Paket sein. Also nicht der Postbote, sondern der Hermesbote hat endlich geklingelt. Aber wirklich richtig, richtig geile Story. Bestehend aus 2 Parts. Der erste Part beinhaltet Joker und Batman. Joker ist in einer Kirche und ja, er schießt ja eine Person in der Kirche nach der anderen, schlichtweg, ne? Und hat das wohl auch schon in ganz vielen anderen Kirchen durchgezogen, wie wir dann erfahren, ne? Bis endlich Batman auftaucht, ne? Und dann offenbart uns der Joker, warum er das macht. Er will der Trauzeuge von Batman bei der Hochzeit sein, schlichtweg, ne? Und darum macht er das alles hier, ne? Und super genialer Monolog einfach vom Joker, denn was anderes ist das nicht, weil Batman sagt nicht ein Wort in dieser Story, es redet nur der Joker und das aber so genial und dieser Joker ist eben so komplett anders, als wir ihn unter Scott Snyder kennengelernt haben. Ich habe ihn ja wirklich als Comicfigur erst richtig unter Scott Snyder kennengelernt, ich kenne ihn sonst ja auch nur aus dem Fernsehen, aus den Filmen und den Serien, ne? Und das ist so genial, man merkt irgendwie, er ist nicht ganz bei sich, er steht so neben sich. Und dazu aber noch seine wahnsinnige Art, total genial, wie er dann zum Beispiel merkt, oh, ich habe keine Geisel mehr, ohne Geisel verhaut mich Batman, ach, ich nehme mich einfach mal selber als Geisel, ne, wirklich wahnwitzig, ne, oder wie er dann eben auch Bats dazu bringt, mit ihm sich hinzuknien und zu beten, ne, und nebenher erzählt er so ein bisschen was von seiner Mutter, ne. Und dabei merkt man aber auch, dass ihm selber gar nicht klar ist, wer seine Mutter überhaupt ist oder was seiner Mutter zugestoßen ist. Einfach, einfach göttlich. Durch einen dummen Unfall wird aber dann Batman aus dem Spiel genommen und dann kommt Catwoman ins Spiel, ne? Und dann kämpfen eben Joker und Batman miteinander, nicht Joker und Batman, sondern Joker und Catwoman miteinander, ne? Beide verletzen sich schwer. Joker kriegt die Kehle aufgeschlitzt und Catwoman bekommt einen Schuss in den Wanst, ne? Und dann liegen beide sterbend nebeneinander in dem Trümmerhaufen, was sich einst Kirche genannt hat, ne? Und fangen plötzlich an, einen Dialog darüber zu führen, wie viel Spaß sie früher hatten. Und nebenbei wollen die sich aber beide umbringen. Sie reden noch nebenher davon, wenn ich jetzt meine Kehle loslasse, könnte ich dich ja noch erschießen, sagt der Joker. Aber ich habe keine Kugel mehr im Lauf. Wärst du vielleicht so nett und würdest eine Kugel reinmachen? Oder sagt Catwoman, nee, das mache ich besser nicht, weil dann fallen mir meine Eingeweide raus, ne?
Aber wenn du das schaffen würdest, dann könntest du mich vielleicht töten, denn ich kann ja wirklich gar nichts mehr. Extremst göttlich, ne? Und dann unterhalten die beiden sich wirklich darüber, wie viel Spaß sie früher mit Batman hatten. Und all das, was hier der gute Joker erzählt, erinnert total an die 1966 Batman-Serie, bis auf ein Detail, dass Two-Face damals noch nicht dabei war, weil da die Folge mit, wo Two-Face eingeführt werden sollte, wurde ja nie veröffentlicht und die erschien ja dann eben in diesen Comics dazu. Aber göttlich. Schlichtweg göttlich, ne? Und ich glaube, das Ganze soll eben auch im Großen und Ganzen wirklich auch eben das Moderne mit dem Alten wirklich verknüpfen, das aber eben gekonnt als dieses scheiß Legacy, ne? Denn auch schon der Anfang dieses Comics an sich ist eine Hommage eben an die alte See, weil Joker steht ja hier in der Kirche und singt das Titellied von Batman, also von der alten Serie. Wirklich göttlich, dieses Comic. Gott, ich bin so begeistert von diesem Teil einfach. Riesenempfehlung. Also, wenn ihr euch nur ein Batman-Comic holt, holt euch das. Ganz einfach. So. Wochenhighlight einfach wirklich top. Also, meine Wochenhighlights will ich ja, wenn ich welche habe, immer mal bringen, ne? Money Man, Platz Nummer 2, Platz Nummer 1, Batman, Joker, der Spielverderber. Das sind meine Wochenhighlights, ganz eindeutig, ne? Joker sogar vor Money Man, was ich auch echt nicht gedacht hätte, dass irgendwas die Woche noch Money Man toppt. Aber der Joker hat es geschafft. Na, so, und jetzt gucken wir mal, was in meinem Paket ist. Wir wechseln keine Perspektive oder so. Ich schneide das jetzt hier einfach auf. Und dann gucken wir jetzt da rein. Es klingelt schon wieder. Da hat es jetzt nochmal geklingelt. Rezensionsmaterial. Ist was Cooles. Finde ich zumindest. Wird schön. Aber dabei habe ich mich gerade mit einem aus meinem Haus unterhalten. Habe ich gerade mit ihm unterhalten? Den Zettel, den ich dem Hermesboten drangehangen habe, den hatte er bei sich im Briefkasten. Also hat der Hermesbote gestern nicht ignoriert, dass ich einen Zettel drangehangen habe. Der hat das schlichtweg gar nicht gewusst. So sehe ich das jetzt, so interpretiere ich das mal. Ja, also traurig. Gut, wie gesagt, er hat sich ja nicht geäußert, ich habe ihn nicht drauf angesprochen, weil, ja, man muss ja nicht unnötig das Feuer schüren. Ich bin da eben so, auch wie, wenn, ich weiß gar nicht, ob ich es dazu gesagt habe, ich habe ja, wie gesagt, bei Hermes angerufen. Ich habe natürlich alles getan, damit niemand weiß, wer wo was war, ne? Also sprich, ich habe keine Adresse genannt und die haben auch keine Sendungsnummer von mir bekommen. Das heißt, die können den so oder so nicht anschwärzen. Kann ich gleich dazu sagen, ne? Kann ich gleich dazu sagen. Also so, davon habe ich ja auch nichts, ne? Also würde ich nie machen. Ich mache sowas immer ganz, ganz allgemein. So, in das Paket gucken wir nicht rein, ne? Das wird Überraschung. Aber jetzt gucken wir mal, was ich hier mir Schönes bestellt habe. Wieder mal verpackt wie ein Westpaket, aber das ist immer schön. Wunderbar, 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 wunderbar. Wunderbar. So. War eigentlich nicht geplant, aber ist jetzt mit hier drin. So, wie gesagt, bestellt Batman die Vorgeschichte zur Hochzeit. Dann einen sehr dünnen Birds of Prey Band. 25 Euro, 9 US-Ausgaben haben die eine Vollmeise. Habe ich nicht für bezahlt. Ich habe 18 Euro für bezahlt, aber trotzdem, Vollmeise. Old Man Logan. Bullseye. Super Sons Band 3. Auch wieder sehr dünn. 12,99 für S-Ausgaben. Hab's schon befürchtet. Captain America. Nummer 1, 6 US-Ausgaben. Hier bin ich am meisten gespannt. Übrigens haben die hier... hat ja André gesagt, er freut sich darüber, dass die jetzt mehr weiße Bände bringen, ne? Aber das sind nicht dieselben wie zum Beispiel Moon Knight. Die haben keine Lasche, wie ihr seht, ne? Die sind jetzt anders. Auch das Papier ist meiner Meinung nach anders als jetzt zum Beispiel bei Moon Girl. Nicht Moon Girl, Moon Knight. Bei Moon Knight, ne? Aber jetzt nicht schlechter, ne? Es ist eben einfach scheinbar die neue Art der Trades, Paperback. Ich will mich ja nicht wieder streiten für eben diese Sachen, ne? Scheint so zu sein, ne?
kann es jetzt nicht einschätzen. Es ist nämlich auch kein Sonderband. Das erkennt man ja hinten dran, ne? Sonderband hat ja dann immer solche Infoseiten wie... Ja, was mache ich mir so schwer? Ich habe ja hier einen. Ja, wie hier, ne? Das ist ja dann eben, wenn es ein Sonderband ist. Also ich glaube, da können wir mir wenigstens zustimmen, dass man das daran schon mal erkennt, was ein Sonderband ist, ne? Und hier ist eben nur eben... Ne, ist auch. Ist auch. Ich muss das komplett zurücknehmen. Jetzt habe ich Quatsch erzählt. Das ist keine Seite darüber, über die Macher. Damit bin ich jetzt überfordert. Das ist ein Sonderband. Ich würde sagen, das ist ein Sonderband. Also eine ganz neue Art von Sammelband auf alle Fälle. Ich habe jetzt auch schon den Hulk-Band hier. Ja, ich gestern noch im Briefkasten. Habe mir aber das hier hinten gar nicht so genau angeguckt. Und jetzt merke ich gerade, das ist eine Infoseite. Zwar anders als in den normalen Sonderbänden, aber wir haben hier auch eine stinknormale Vorschau. Das ist was ganz Neues. Gänzlich neu. Kann ich gar nichts dazu sagen. Also ich muss das zurücknehmen. Das ist was ganz Neues. Eine Art Sonderband mit den anderen Sammelbänden kombiniert. Finde ich aber geil. Gleich vorweg finde ich richtig geil. Hochwertig ist immer gut. Hier dasselbe. Hier, Rogue and Gambit. Auch genau wieder derselbe Stil. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber auch wieder hier. Marvel Depeche mit Hintergrundinfos. Zwar, aber überall Marvel Depeche heißt es jetzt. Wir haben es ja sonst immer. Nehmen wir mal hier Old Man Logan. Da hat es ja immer, ja, hier heißt es Postmortem, ne? Aber bei denen heißt es immer noch anders. Und hier bei den Bänden scheint es halt immer jetzt Marvel Depeche zu heißen. Oder Depeche, wie auch immer, ne? Und Vorschau wäre dann hier für den 6. X-Men Gold Band. Und dann, Hit Girl in Canada, bin ich natürlich auch wieder richtig gespannt. Hoffentlich nicht ganz so abwegig wie in Kolumbien. Also Waffen, die um die Ecke schießen, bitte bleibt mir mit so einem Scheiß weg. So, das wäre jetzt auch der Inhalt von diesem Paket. Damit seid ihr schon mal darauf vorbereitet, worüber wir nächste Woche so sprechen. Denn werde ich auch mit Sicherheit bis dahin durchgearbeitet haben. Wobei nicht ganz sicher, weil ich habe ja noch das Rezensionsmaterial. Und da bin ich mir relativ sicher, dass ich das vorziehe. Schlichtweg, weil es Rezensionsmaterial ist und ich ja auch zeitnah zur Veröffentlichung, auch wenn ich gar kein Veröffentlichungsdatum habe, das Video raushauen will. Aber ich packe das jetzt hier auch nicht aus, weil ich nicht weiß, ob drin vielleicht noch ein Zettel ist, wo drauf steht, ich darf das erst dann und dann irgendwas dazu veröffentlichen. Ne? Weiß ich jetzt halt nicht. Das muss ich sehen. Ne? Dementsprechend kann ich das jetzt nicht einfach auspacken. Ne? Nicht, dass ich das jetzt in die Kamera halte und dann darf ich das gar nicht. Ne? Man muss ja auch vorsichtig sein. Ne? Aber auf alle Fälle zwei richtig geile Mangas. Richtig genial. Zumindest gehe ich von aus, zumindest das, was ich gelesen habe, war ich total heiß drauf, ne? Freue ich mich schon drauf. So, gut. Okay, ich würde sagen, das war's und damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.